Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Steuerzahler auf der Tribüne und vor allen Dingen liebe Steuerkleptomanen, man kann das nicht nennen, der Schuldenampel. Ich will Ihnen noch mal auf die Sprünge helfen, über was wir hier heute nämlich reden, dass das Existenzminimum steuerfrei gestellt wird. Das übrigens resultiert aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Okay, auch das ist schwer für die Grünen, das kann man nicht so ganz nachvollziehen, bei der SPD inzwischen auch nicht mehr. Aber ich will Ihnen vielleicht auf die Sprünge helfen, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Es leitet es nämlich, wir haben heute so viel über Menschenwürde gesprochen, tatsächlich dieses Prinzip aus der Menschenwürde ab. Ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin. Es ist demnach nicht nur nicht sinnvoll, wenn der Staat einem Bürger erst einen Teil seines Existenzminimums als Steuer abnehme und ihm dann anschließend dieses Geld wieder in Form staatlicher Unterstützungszahlung zurückgibt, wie zum Beispiel Sozialhilfe, Wohngeld und viele andere Dinge. Übrigens ein Prinzip, was diese Schuldenkoalition seit Jahren hier mittlerweile betreibt, Menschengeld wegzunehmen, um ihnen einen kleinen Bruchteil wieder zu erstatten. Nein, das Verfassungsgericht führt weiter aus, da durch ein solches Vorgehen Menschen nämlich die ökonomisch eigentlich in der Lage wären und sind, unabhängig zu leben, in die Position eines Bittstellers gegenüber staatlichen Stellen hineinzwingt, meine Damen und Herren. Das entlarvt genau Ihre Politik, meine lieben Freunde von der Schuldenampel. Aber kommen wir zu den ernüchternden Zahlen. Und da hat ja selbst die CDU geschlafen, da hat die Presse, die hier versammelt ist, geschlafen. Der Skandal der Erhöhung des Bürgergelds zum 1. Januar um 12,1%, nämlich von 502 auf 563 Euro, der fand schon am 1. Januar 2023 statt. Da haben Sie nämlich auch den Grundfreibetrag lediglich um 5,4% erhöht, während Sie bei Einführung des Bürgergeldes die alten Sozialhilfedaten mal ebenso von 449 Euro auf 502 Euro erhöht haben. Das sind 11,8%. Nämlich also den Basisprozent haben Sie in nicht mal 15 Monaten das Bürgergeld um 25% erhöht und haben das beim Grundfreibetrag nicht mal auf 12 geschafft. Das entlarvt Sie, was Sie sind. Und da sage ich, pfui, das ist schändlich, was Sie hier betreiben. Das habe ich dann mal so mit dem Rechenstift sozusagen nachts ermittelt. War ja auch nicht schwer. Sie haben also nun hoffentlich gemerkt, dass was wir hier fordern und Herr Lindner teilweise ja jetzt auch ganz zaghaft fordert, nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und um das gleich mit Fakten zu untermauern, liebe Steuerzahler da oben, von einem Euro, das ist vom Bund der Steuerzahler, bleiben Ihnen 47,3 Euro Cent. Prägen Sie sich das ein. Herr Abgeordneter, ich spreche mit Ihnen. Herr Abgeordneter, Herr Gottschalk, ist denn das so schwer, mal eine Sekunde kurz innezuhalten? Aber natürlich. Ich versuche Sie gerade darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns hier darauf verständigt haben, keine Zeichnungen und Bilder hochzuzeigen. Das ist kein Bild, das ist eine Grafik. Es war eine Grafik. Genau. Also nehmen Sie bitte Abstand davon. Gut. Mache ich in Zukunft. Dankeschön für den Hinweis. Meine Partei hat mehrfach seit 2019 hier Anträge und Gesetzentwürfe eingebracht, den Grundfreibetrag zu erhöhen oder den Tarif auf Rädern, der ja sogar noch in einigen Wahlprogrammen der Parteien, die hier anwesend sind, steht. Sie haben das alles mit fadenscheinigen Begründungen abgewiesen und lieber um 25% das Bürgergeld in den letzten 13 Monaten erhöht. Ihre Lernkurve, so kann man es, glaube ich, feststellen, nähert sich wirklich asymptotisch der Nulllinie an. Ich hoffe, die Wählerinnen und Wähler werden das bei den Wahlen, die anstehen, dann auch entsprechend quittieren und bei der Partei das Kreuz machen, die sich für die Menschen wirklich, die hier arbeiten, einsetzt. Und unser Antrag, da ist der Name Programm, Lohnabstandsgebot beachten, Arbeitnehmer und Mittelstand entlassen und tatsächlich den Grundfreibetrag deutlich, und ich glaube, das habe ich eben deutlich auch gemacht, warum das sein muss, auf 14.000 Euro entsprechend zu erhöhen. Und da muss man sagen, Herr Lindner hat eigentlich schlechtes Gewissen und Sie nicht. Er hat ja dann wohl doch erkannt, weil er einen kleinen Vorstoß unternommen hat, er möchte ausländische Arbeitnehmer in Zukunft auch in den ersten 3 Jahren steuerlich entlasten. Zumindest hat er entdeckt, für echte Fachkräfte, wie ich sie auch definieren würde, ist Deutschland schon unattraktiv. Das gilt aber dann auch für die heimischen Arbeitnehmer, meine Damen und Herren von der FDP. Vielleicht machen Sie sich da mal denn ehrlich. Ja? Und Herr Fuß unterstützt das Ganze, indem er, ich zitiere noch mal mit der Erlaubnis der Präsidentin, ausführt in seiner Studie, wer in Vollzeit arbeitet, hat nicht immer mehr davon.
insbesondere die Menschen, die zwischen 4.000 und 5.500 Euro in den Großstädten liegen, weil dann eben Grundzuschläge, andere Zuschläge wegfallen. Er hat ausgerechnet, meine Damen und Herren, wenn eine Kraft dann von Teilzeit auf Vollzeit umstärkt, bei dieser Regierung hat derjenige 32 Euro Cent mehr, meine Damen und Herren. Sie sehen also, nur eine Partei hier im Deutschen Bundestag setzt sich wirklich für die Menschen ein. Und wir stehen dafür, dass Menschen, die arbeiten, nicht zu Bittstellern eines mittlerweile sozialistischen Staates werden, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der nächste Redner ist Michael Schrodi für die SPD-Fraktion.